Hi, hier ist Horst und im folgenden Video friere ich mir total ein ab, weil wie man hinter mir sieht, ich bin gerade im wunderschönen Hamburg und hier sind Minusgrade. Jetzt kann man für sich sagen, wenn es so kalt ist, dann kann ich keine Frau ansprechen, aber ich werde zeigen, dass genau das gerade ein guter Icebreaker ist. Denn wenn alle frieren, dann frieren alle und dann kannst du eine Gemeinsamkeit einfach ansprechen. Das heißt, du kannst sagen, oh, ist das gerade kalt hier? Und dadurch, dass du so ein bisschen, wir nennen das bei der Flirt University, die Angel auswerfen, dadurch, dass du also so ein bisschen was sagst, was alle betrifft und was alle nachempfinden, wirst du sofort, egal wo du bist, Sympathien ernten. Und du greifst ein Gefühl auf, was alle haben, das ist sehr, sehr stark. Oh ja, boah, ist das kalt. Voll mies. Du wirkst auch so richtig eingefroren so. Ich? Ja. Ich finde einfach, das ist echt einfach zu mies. Ich habe das Gefühl, dass meine Mate hier sogar schon gefroren ist. Es ist scheiße und kalt. Ohne Müll. Du frierst ja auch voll einen ab, ne? Warte. Ich merke das, du frierst ja auch voll einen ab, ey. Boah, es ist so kalt einfach nur. Ja. Am Wochenende wird es noch kalt. Mein Tipp ist, so etwas nicht als Hindernis zu nehmen, sondern zu sagen, gerade wenn da was ist, was ein bisschen schwieriger ist, nehme ich das als Herausforderung und oft spielt einem das zu. Das gilt nicht nur bei totaler Eiseskälte, wie hier gerade, sondern das gilt natürlich auch, wenn eine Frau zum Beispiel am Telefon ist. Sagst du, wie? Wenn die am Telefon ist, ist das doch gleich viel, viel schwieriger. Nein, das mag zwar stimmen, es ist im ersten Moment schwieriger, ihr zu sagen, ey du, ich finde dich super süß und oder zu sagen, ey du, du telefonierst zwar gerade, aber es ist was ganz Wichtiges. Leg ganz kurz auf und ruf bitte gleich zurück. Ist schwieriger, erstmal diesen ersten Schritt von ihr zu bekommen. Aber sobald sie das gemacht hat, sobald sie dieses kurze Investment gebracht hat, ist es natürlich so, dass sie danach auch wieder mehr in dich investieren wird, weil sie hat ja schon einen riesen Schritt gemacht. Das heißt, wenn du das geschafft hast, kannst du davon ausgehen, dass es viel, viel einfacher ist, später zum Beispiel ein Date auszumachen oder ihre Nummer zu bekommen. Ein anderes Beispiel. Eine Frau ist mit ihrer Mutter unterwegs. Würdest du auch sagen, viel, viel schwieriger ist vielleicht auch, wenn man die Mutter mit einbinden muss und zum Beispiel sagen muss, Madame, ist es denn okay, wenn ich kurz vielleicht mit ihrer Tochter spreche? Ich finde die nämlich total süß und hübsch. Vielleicht kann ich die ganz kurz kennenlernen. Sobald die Mutter sich einmal darauf eingelassen hat, bist du gleich einen riesen Schritt weiter, weil quasi du hast direkt schon ihre Mutter kennengelernt. Und für Frauen ist das ein Riesenpunkt, dass sie natürlich sagen, der Typ soll ja, mit meiner Mutter in Kontakt kommen, die Mutti soll den gut finden. Erst wenn die Mutter den gut findet, dann ist er auch wirklich als Typ abgesegnet. Das heißt, du magst vielleicht die eine oder andere Frau ganz oft schon getroffen haben, aber bis du dann so weit kommst, dass du die Familie und die Mutter kennenlernst, das ist gleich viel, viel intimer, dieses Verhältnis. Wenn du jetzt eine Frau ansprichst, die mit ihrer Mutter unterwegs ist, wirst du erleben, dass du hinterher viel, viel bessere Chancen hast, sobald die Mutter dich halt auch sympathisch fand. Sie auch sympathisch fand und das muss eigentlich gegeben sein, damit diese Szene zustande kommt und damit sie dir zum Beispiel ihre Nummer gibt. Die Mutter wird vielleicht hinterher danach fragen, so, ja, hast du den jetzt getroffen? Und wie läuft es denn mit dem? Ein weiteres Thema. Die Frau hört zum Beispiel gerade Musik. Das heißt, sie hat die Kopfhörer gerade im Ohr und ist gerade so in ihrer eigenen Welt. Klar, ist erstmal da auch wieder ein großer Schritt zu sagen, komm, nimm doch einfach jetzt erstmal kurz die Kopfhörer raus. Kannst du gar nicht sagen, sondern zeigst du am besten. Die meisten machen es danach und nehmen dann einfach die Kopfhörer raus in dem Moment. Guter Trick ist übrigens auch selbst, sich dann Musik ins Ohr zu packen oder zumindest die Kopfhörer und einfach die aus dem Ohr rauszupacken und dann erst anfangen zu sprechen, wenn sie ihren Kopfhörer aus dem Ohr raus hat. Magst du sagen, ist schwieriger? Ja, ist anfangs wieder schwieriger, aber sie hat natürlich erstmal wieder mehr investiert, weil sie ihre Kopfhörer rausgemacht hat und vielleicht auch einen kleinen Spruch in der Stimmung hat. Das heißt, sie ist vielleicht erst total gut drauf, weil sie ihre Musik hört, so, und dann holst du sie in eine komplett andere emotionale Lage und eine andere emotionale Welt. Gut, mein Appell für dich, nutze diese Situationen, die vermeintlich erstmal schwieriger sind und starte dort mit einem kleinen Icebreaker und fang erst danach an, auch der Frau zu sagen, dass du vielleicht Interesse an ihr hast. Laber nicht groß drumherum, sondern brich das Eis und stell dich den schwierigen Situationen. Sorry, something important. I know you're on the phone, okay. But could you call back in a second? Okay, sure. Wait for me just a second.
What happened? I saw you and you look fucking great, so I said I better say hello. Hello. Oh, hi. I'm Jose. Wenn dir dieses Video gefallen hat, drücke auf Like, gefällt mir oder was immer es bei YouTube gibt. Teile das Ganze und sorg dafür, dass unser Kanal unterstützt wird. Hier oben ist ein Subscribe-Button. Klick drauf und du erhältst weiterhin coole Videos von uns.